Afghanistan. Afghanistan ist ein Land in Asien. Afghanistan ist ein Land, das nördlich von Pakistan, östlich von Persien ist. Afghanistan gehört eigentlich zum indischen Subkontinent und in großen Phasen der Geschichte von Indien waren Afghanistan und Pakistan, Indien bis Bangladesch war ein wichtiger Kulturkreis und zum Teil wurde auch Indien von Afghanistan beherrscht, eben zur Zeit von manchen Einwanderern und Eroberern. Afghanistan ist ein Land, das voller Berge ist. Man spricht auch vom Hindukusch. Das ist also eigentlich die Bergkette, die den subindischen Kontinent abtrennt vom Rest von Asien, wird dann Hindukusch genannt, mindestens das, was den westlichen Teil ist. Afghanistan ist ein Land, das schon eine sehr alte Kultur hat. Afghanistan heißt eigentlich das Land der Afghanen. Stan ist ein indo-iranischer Ausdruck für Platz oder Staat. Afghane ist eigentlich eine Sammlung von verschiedenen Volksstämmen. Es gibt dort insbesondere die Paschtunen, die manchmal als die eigentlichen Afghanen bezeichnet werden. Afghanistan war ein Land, das lange Zeit aus verschiedenen Stämmen bestanden hat, mindestens seitdem die Einheitsherrschaft im 17. Jahrhundert zerfallen ist, gab es verschiedene Stammesherrschaften. Die Engländer haben mal probiert, Afghanistan zu beherrschen, sind dort aber gescheitert. Und seit den 80er Jahren ist Afghanistan immer wieder im Bürgerkrieg.